Und wie Sie sehen, habe ich heute jede Menge Studiogäste. Ich begrüße hier im Studio Winnie the Pooh, Manni die Maus und Tobi alias Mario Feyes vom Lions Club Norderstedt. Sie, Herr Feyes, haben sich was ganz Besonderes ausgedacht. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute mit Ihren Gefährten gekommen sind. Sehr gern. Sie sind morgen beim Parkerwachen und haben eine ganz spezielle Tombola sich ausgedacht. Ja, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen, der Lions Club Norderstedt, Frau Bleken. In der Tat, wir werden morgen die erste große Kuscheltier-Tombola Norderstedts veranstalten und das anlässlich des Parkerwachens. Was kostet da so ein Los? Ein Los wird 5 Euro kosten. Und ja, also wir haben 1000 Lose, ist limitiert. Jedes Los wird gewinnen. Wir haben 750 Kuscheltiere aller Arten und für die weiteren 250 haben wir ganz leckere handgemachte Manufaktureise hier aus Norderstedter Produktion, sehr hochwertig. Wo kommen denn die ganzen Kuscheltiere her? 750 Stück, ich stelle mir einen riesigen Berg von Kuscheltieren vor. Das trifft es relativ gut. Wir haben diese Kuscheltiere auf Drahtgitterfelder positioniert und das ist ein sehr, sehr beeindruckendes optisches Erlebnis. Und die Kuscheltiere kommen tatsächlich von einer großen Anzahl, muss ich sagen, ausgesprochen gewogener und enthusiastischer Sponsoren. Also sonst geht das natürlich nicht. Wie funktioniert das, wenn ich dann so ein Los mir gekauft habe und da steht, ich habe ein Kuscheltier gewonnen, gibt es dann eine spezielle Nummer, also kriege ich ein bestimmtes Kuscheltier oder kann ich mir eins raussuchen? Das ist ein gemischtes System. Viele von den Kuscheltieren, die nur einmal da sind, die haben eine individualisierte Nummer. Jedes dieser 750 Kuscheltiere hat ein eigenes Etikett, aber es gibt auch Kuscheltiergruppen, wie zum Beispiel Meerestiere oder Gemüse oder Ähnliches. Und da darf man dann innerhalb sozusagen dieser Range aussuchen. Gemüse. Gibt es Kuscheltiergemüse. Ist das dann ein Kuscheltier oder ist das ein Kuschelgemüse? Es ist wohl eher ein Kuschelgemüse. Es gibt Tomaten, Karotten, Auberginen. Also es ist wirklich süß. Okay. Es gibt auch noch eins obendrauf. Wenn man 4 Lose kauft, gibt es noch eins dazu, richtig? Genau, also wichtig ist für den Hintergrund der Aktion, dass wir aus dem Erlös die Stadtparkstühle finanzieren. Da gab es ja gestern auch einen schönen Beitrag auf NOA 4 und wir vom Lions Club haben 12 von diesen Stühlen gespendet und möchten jetzt quasi durch die Kuscheltier-Tombola eigentlich alle daran teilhaben lassen, weil die Stadtparkstühle halt 300 Euro kosten. Das kann sich nicht jeder leisten, aber jeder kann sagen, dass er für seinen Stadtpark 5 Euro spendet. Und wenn er sagt, ich spende sogar 20 Euro für meinen Stadtpark, abgesehen davon, dass ich eine 100-prozentige Gewinnchance habe, dann darf ich teilnehmen an der Bonusauslosung. Und das können maximal 250 Lose sein. Es wird eine Gewinnchance von 1 zu 12 geben bei dieser Bonusauslosung. Und die wird um 17.30 Uhr stattfinden. Das wird sehr aufregend werden. Tobi wird die Glücksfee sein. Und da haben wir viele tolle Preise im Gesamtwert von über 2000 Euro, nochmal nur alleine in der Bonusverlosung. Ich habe gesehen unter anderem eine ganz tolle, hochwertige Küchenmaschine. Was gibt es sonst noch? Genau, wir haben eine Küchenmaschine, wir haben ein ganz, wir haben einen Herold Center Einkaufsgutschein, wir haben Gutscheine vom Hochseilgarten in Norderstedt, verschiedenste Sachen. Dann haben wir Wasserski und Adventure Golf und wir haben noch etwas für die kleinen oder großen HSV-Fans. Wir haben noch ein Original HSV-Trikot mit Spielerunterschriften. Das hört sich ja super an. Wie ist das bei mir zu Hause? Ist es so, ich habe ehrlich gesagt ein Kuscheltierverbot verhängt. Das schließt das Gemüse, glaube ich, ein. Das heißt, bei uns gibt es keine neuen Kuscheltiere mehr, weil wir so viele davon haben. Wenn ich jetzt trotzdem morgen mitmachen möchte, was mache ich mit dem Kuscheltier? Ja, also dass Sie trotzdem mitmachen möchten, obwohl Sie ein Kuscheltierverbot verhängt haben, das finde ich großartig. Da kann ich nur alle dazu auffordern, das genauso zu tun. Und natürlich haben wir an diese, in Anführungszeichen, kleine Problematik gedacht, dass es doch schon viele Kuscheltiere gibt. Und Sie können im Prinzip dann, wenn Sie morgen sagen, ja, ich möchte für meinen Stadtpark etwas tun, also jedes Los ist eine Stadtparkspende, dann können Sie nicht nur diese Stadtparkspende quasi morgen tätigen, sondern Sie können die gewonnenen Kuscheltiere bei uns am Stand sofort wieder spenden und wir werden sie dann karitativen Norderstedter Einrichtungen, die sehr gerne so etwas haben würden, spenden, also das Kriseninterventionsteam, das Deutsche Rote Kreuz. Wenn Krisensituationen sind und die Helfer mit kleinen Kuscheltieren dabei sind, dann ist das sehr wertvoll und bricht das Eis. Wo finden wir Sie denn morgen beim Parkerwachen?
Also ich hoffe, dass Sie uns da finden, wo die größte Menschentraube ist. Ansonsten finden Sie uns überall im Park. Also die Losverkäufer werden etwas unscheinbar diese dekorierten Hüte tragen, damit man uns gut sieht. Wir werden also im Park unterwegs sein. Aber unser Kuscheltierstand, wenn man sich mal einen eigenen Eindruck verschaffen möchte, wie das so aussieht mit 750 Kuscheltieren, der wird gleich vorne auf der Promenade sein, und zwar quasi links neben der Hauptbühne. Mario Feyes, ich drücke Ihnen die Daumen für die Kuscheltier-Tombola morgen. Letzte Frage, gehen Sie gerne ins Kino? Ich gehe sehr gerne ins Kino. Das trifft sich gut, denn bei uns geht es jetzt weiter mit dem Kinotipp.